Aus dem Bewusstsein heraus, dass der reisende Händler allein kaum zu überwindenden Gefahren gegenübersteht und auf der anderen Seite durch gemeinsames Vorgehen auf wirtschaftlichem wie auf politischem Gebiet große Vorteile erzielt werden konnten, schufen im 12. und 13. Jahrhundert Kaufleute und Städte im Norden Europas ein einmaliges Gebilde. Die Hanse und mit ihr die Hanseaten. So wurden Kaufleute zu Vertragspartnern des Adels. Weil man ihr Geld und ihre internationalen Beziehungen brauchte, eroberten die Kaufleute dem Bürger eine neue Stellung in der Welt. Auch den Städten kam diese Entwicklung zugute. Ja, und jetzt stehe ich also im Innern dieser Kogge. Sein gewaltiges Schiff, 23,5 Meter lang, 120 Tonnen Tragfähigkeit. Darüber mögen wir heute lachen, aber 120 Tonnen, das hieß, wenn man es auf dem Landwege befördern wollte, die Fracht, 120 Fahrzeuge, 480 Pferde und 250 Menschen. Und dann noch die Fahrzeuge für Proviant, für Tier und Mensch. Also wenn man sich das einmal genau überlegt, dann weiß man, wie wichtig die Kogge für die damalige Zeit war. Die Macht der Hanseaten wuchs stetig. Bei Bedrohung ihrer Interessen führten sie unerbittliche Kriege. Im Norden Europas konnten wichtige Entscheidungen kaum ohne die Hanse gefällt werden. Das brachte ihnen viele Feindschaften ein. Ja, für wirtschaftliche Vorteile tut auch heute noch mancher vieles. Und viele manches. Und manche alles.